Fortuna-Familie. Es ist leider Zeit, mich zu verabschieden. Es fällt mir echt nicht schwer, jetzt hier Worte zu finden, auch wenn ihr jetzt hier nicht bei mir seid oder ich mich nicht vor euch verabschieden kann, muss ich das jetzt leider auf dem Weg hier machen. Ich kann wirklich nur Dankeschön sagen für die letzten 2 Jahre. Wir haben so viele schöne Momente erlebt, so viele schöne Siege gemeinsam gefeiert oder geile Unentschieden. Ich glaube, es gibt so viele Erlebnisse, wo wir sagen können, genau das macht Spaß. Wir haben so viel erlebt, leider haben wir jetzt unser großes Ziel nicht geschafft, im zweiten Jahr die Klasse zu halten. Ich glaube, es lag einfach daran, dass wir zu wenig Punkte geholt haben in der ganzen Saison. Da kann man nicht sagen, okay, das letzte Spiel war halt schlecht. Es tut mir einfach so unfassbar weh für die Mannschaft, für den Verein, für die Fans. Ich weiß, dass ihr uns immer unterstützt habt, dass ihr das aber weitermachen werdet. Ich werde definitiv zu 100% öfters hier im Stadion sein. Ich werde noch viel Kontakt mit einigen Leuten haben. Ich habe extrem viele Leute, nicht nur aus der Mannschaft, sondern im Umfeld und im Staff kennengelernt, wo der Kontakt bestehen bleiben wird, weil es einfach gepasst hat zwischen uns. Trotzdem muss ich mich leider verabschieden. Ich wollte nur Dankeschön sagen und ich hoffe, man sieht sich nochmal. Bis dann, euer Kevin. Ciao. Ja, liebe Fortunen, fällt mir schwer, da irgendwie die richtigen Worte zu finden. Es tut mir unendlich leid, dass wir da jetzt leider den Gang in die zweite Liga antreten müssen. Wir haben es leider verbockt über die ganze Saison, nicht nur im letzten Spiel. Wir haben einfach die guten Leistungen nicht in Punkte umgemünzt und das müssen wir uns halt vorwerfen. Es tut mir unendlich leid. Sportlich würde ich am liebsten hierbleiben. Aus familiären Gründen geht es jetzt nach Wien. Ich wäre lieben gern hier geblieben. Es ist aber jetzt an der Zeit, die Familie generell an den Ehren die erste Stelle zu stellen. Und ich werde sicher einige Male vorbeikommen und natürlich von zu Hause aus immer die Daumen drücken. Ich werde es natürlich verfolgen und hoffen, dass die Fortuna so schnell wie möglich wieder in der ersten Liga ist. Und ich wünsche euch einfach nur alles Gute und toi 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 für die nächsten Saisons und bleibt gesund und bis bald, euer Sutti. Liebe Fortun, gerade jetzt nach einer ganz, ganz schwierigen Zeit, wo wir ohne Happy End dran stehen, möchte ich mich persönlich bei euch bedanken. Ihr habt uns gerade in der Phase, wo ihr noch im Stadion wart, ob bei Heim- oder Auswärtsspielen, immer unterstützt, immer gepusht. Und vielleicht hat uns genau dieser Support jetzt in den letzten Monaten gefehlt, damit wir das fast Unmögliche noch irgendwie schaffen. Und ich glaube, der Dorn steckt ganz tief bei uns in den Spielern drin. Und das Trainerteam inklusive der Mannschaft haben alles gegeben, um wirklich nochmal jedes Spiel das Maximum rauszuholen. Und letztendlich hat es nicht gereicht. Und ich wünsche euch dennoch eine schöne fußballfreie Zeit. Die neue Saison beginnt dann erst wieder im September und genau da wird die Fortuna euch wieder brauchen mit der Energie, die ihr uns gegeben habt vor der Corona-Zeit. Und ich wünsche jedem Einzelnen nur das Beste, alles Gute und bis bald. Hey Leute, ich wollte mich auf diesem Weg nochmal persönlich bei euch verabschieden, das ja leider aufgrund der Gegebenheiten nicht möglich ist, das irgendwie persönlicher zu gestalten. Und deshalb mache ich das über den Kanal. Und wollte mich einfach nochmal für die Zeit bedanken. Ich war jetzt hier 7 Jahre im Verein. Das habe ich erstmal meinem U19-Trainer zu verdanken, der mich dann irgendwann hierher geholt hat. Dann muss ich natürlich noch meinem U23-Trainer von damals danken, der auch immer das Positive in mir gesehen hat. Und natürlich auch noch Friedhelm Funkel, der mir letztendlich die Chance ermöglicht hat, hier in den Profikader aufzusteigen und hier meine Spiele zu machen und den Verein so kennenzulernen, wie er letztendlich ist. Da hat natürlich Peter Herrmann auch noch eine große Rolle gespielt. Außerdem möchte ich mich natürlich noch bei meinen Mannschaftskollegen bedanken. Wir haben 4 Jahre eine sehr intensive Zeit erlebt hier. Und ich denke, es ist nicht selbstverständlich, dass in 4 Jahren aus Mannschaftskollegen richtig gute Freunde werden. Und das ist bei mir der Fall gewesen. Die letzten Jahre waren für mich persönlich nicht immer einfach hier bei dem Verein, obwohl es immer eine positive Entwicklung im Verein gegeben hat, die immer nach oben gegangen ist. Es tut mir jetzt leid und es ist auch einfach scheiße, dass man sich jetzt so
vom Verein trennen muss. Das werde ich. Ich werde meinen Vertrag hier nicht verlängern. Der Vertrag läuft aus. Und ja, das wollte ich euch hier mitteilen. Ich wollte mich natürlich noch bedanken bei den Fans, die zu jeder Zeit überragend hinter uns gestanden haben. Hätten wir vielleicht die Unterstützung im Stadion gespürt, wäre das Ganze vielleicht zum Endeffekt anders ausgegangen. Aber das ist alles im Konjunktiv. Im Endeffekt ist es vielleicht sogar nur ein Auf Wiedersehen und kein Tschüss. Und von daher Auf Wiedersehen und bleibt alle gesund.